Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum dritten Aufbauteil unserer Cyberspace-Kiste. Heute befassen wir uns mit dem Schloss. Das Schloss, wie auch der Deckel, natürlich in zwei Teilen. Ich habe jetzt hier wieder unser Referenzmodell. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Animation durchlaufen lassen, dann bekommt ihr so eine kurze Idee davon, wie das Ganze funktioniert und habt auch gerade schon den ersten Fehler gesehen. Denn mein Schloss würde so, wie es jetzt ist, gar nicht funktionieren. Ihr könnt das Schloss hier natürlich, so wie das jetzt hier ausgewählt ist, nicht einfach links und rechts auseinander. Es funktioniert natürlich nicht. Wir wollen die Individual Origins. Könnt das, okay, er will es auch mit Individual Origins nicht machen. Könnt das Ganze jetzt hier nicht einfach so auseinanderziehen. Das würde blockieren. Also hier müssen wir uns nochmal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, wie wir das Ganze am sinnvollsten lösen, um das Problem aus der Welt zu schaffen und trotzdem etwas zu haben, was geil aussieht. Ja? Und damit sind wir vom Referenzmodell zurück zu unserer Kiste, die noch kein Schloss hat. Wir haben am Referenzmodell gerade gesehen, so an sich diese Idee mit dem runden Schloss. Das ist eine dufte Sache. Allerdings mit der Schlossverriegelung, da müssen wir uns was einfallen lassen. Bis wir uns was einfallen lassen, bauen wir aber erstmal das runde Schloss. Ja, wir wissen ja noch im Hinterkopf, dass unser Ausschnitt hier einen Durchmesser von 16 cm, also einen Radius von 8 cm hat. Sehen wir hier auch noch unten eingetragen. Das war ja der letzte Kreisbogen, den wir hinzugefügt haben. Und wäre es natürlich sinnvoll, wenn das Ganze jetzt hier nicht auf Press arbeitet. Also sagen wir, wir machen jetzt hier 7,9 Zentimeter, also haben einen Millimeter Spiel an der Seite. Das reicht auch vollkommen aus. Ich hatte in der Referenz, hatte ich mit 7,8 gearbeitet. Das ist tatsächlich von der Kante schon etwas viel. So, dann haben wir jetzt aber wieder das Problem, dass das Ganze hier so unmotiviert auf dem Boden herumliegt. Wir ziehen uns das hoch. Nicht erschrecken, wenn ihr eure Auswahl irgendwann nicht seht, dann ist da wirklich einfach nur eine Körperkante, die da drüber liegt. Holen uns das jetzt hier so rein. Zentimeter sollte reichen. Ja, und dann machen wir uns jetzt Gedanken darüber, wie wollen wir das hier darstellen. Packen mal hier unten. Mache ich sonst normalerweise eigentlich nicht, weil ich dafür eigentlich Programme habe und in dem glücklichen Umstand lebe, dass ich halt auch reichlich Monitore zur Verfügung habe. Packen uns jetzt hier einfach mal so eine Kiste rein. Und jetzt sehen wir, die Kiste, das runde Schloss, besteht halt aus einem Kreis. Ist ja rund, sagt ja der Name schon. Aber dann haben wir hier so einen leuchtenden Ring. Dann haben wir in der Mitte wieder Metall und ganz zentral haben wir dann wieder so einen leuchtenden Kreis. Also, wie machen wir das? Wir nehmen uns hier unsere Auswahl, gehen natürlich entweder ins Kanten- oder ins Vertex Select. Ansonsten funktioniert der ganze Käse nicht sauber. Und auch wenn wir das Ganze dann zweiteilen, lassen wir das erstmal so, wie es ist, weil das so von der Optik für uns zum, ich sage jetzt mal, auch zum besseren geistigen Verständnis viel schöner funktioniert. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, in welche Richtung ihr erstmal gehen wollt. Ich will erstmal die Oberseite machen. Jetzt extrudieren wir das. Natürlich funktioniert das so erstmal nicht. S gedrückt. Ich will hier eine Außenkante haben, eine metallische Außenkante. Lasse ich so. Schön. Da brauche ich jetzt nichts weiter dran rumspielen. Dann mache ich die Kante für den Lichtkreis. Wieder extrudieren. Dann will ich hier so eine schöne weiche Steigung haben, dass man dann wie so einen kleinen Dom hat. Also hier Lichtkreis 1, 2, 3. Naja, machen wir noch ein viertes Segment. Wir sind ja hier nicht bei armen Leuten. Das könnt ihr im Übrigen auch anders machen. Ihr könnt dann halt auch einfach einmal nach drin extrudieren und das dann zum Beispiel über ein Subdivide euch vier teilen lassen. Dann habt ihr halt den Vorteil, alle vier Kreissegmente haben den gleichen Abstand auf der Linie. Ich habe das jetzt hier so Pi mal Daumen mal Fensterkreuz im Augenmaß gemacht. Das reicht auch vollkommen zu. Also da bricht uns jetzt keiner ab. So, dann nehmen wir hier nochmal einen feinen Kreis
Und dann war es das an sich eigentlich auch schon gewesen. Dann gehen wir jetzt hier in unseren Lichtkreis rein. Auch hier sind wir mit der Geometrie heute mal ein bisschen großzügiger als sonst. Und ein letztes Mal extrudieren, Merge Center und damit ist unser Kreisbogen geschlossen. Sieht natürlich jetzt von der Seite aus absolut nicht spektakulär aus. Wir gehen um 5 mm nach oben. Nehmen uns jetzt hier den äußeren Kreis, extrudieren den nochmal nach unten. Machen wir ja, ebenfalls 15 mm. Dann können wir hier nach oben quasi noch 5 mm draufpacken. Dann haben wir 20 mm. Und wir haben ja hier eine Tasche von etwas mehr als 20 mm eingebaut. So, hier gehen wir jetzt mal in den Solid Mode. Gucken, das soll ja unser Lichtkreis sein. Extrudieren. Einfach hier extrudieren, habe ich gesagt. Einfach auf der Z-Achse. Ihr müsst jetzt halt selber wissen, wie weit wollt ihr reingehen. Soll das ein bisschen klobiger sein? Soll das ein bisschen feiner sein? Wollt ihr vielleicht das Ganze hier auch noch so in sich, dass wir sagen, wir nehmen jetzt die Kante und skalieren die so ein bisschen rein und die Kante und skalieren die so ein bisschen rein. Also brechen hier so ein bisschen die Kante links und rechts, dass das hier keine 90 Grad hat, dann nehmen wir den Teil hier in der Mitte. Hier bietet es sich an, mit C, mit dem Auswahltool zu arbeiten. Natürlich, wenn man im Face Select ist, ist es noch einfacher. Und markieren uns hier alles, was zu unserem Leuchtekreis gehören soll. Extrude. Hier wieder so ein bisschen rein. Hier könnt ihr euch natürlich auch an der Tiefe drüben orientieren. Könnt ihr dann, wenn ihr zum Beispiel halt eben das Vertex Select aktiv habt, könnt ihr das auswählen. Wir nehmen uns hier den Kreis, skalieren den so ein bisschen rein. Wie gesagt, diese 90-Grad-Kurve da brechen. Ja, und jetzt sieht unser Schalter an sich soweit in Ordnung aus, ist aber halt flach. Ne? So flach wollen wir den jetzt nicht unbedingt haben. Dann nehmen wir uns jetzt hier ganz einfach den mittleren Punkt und dann benutzen wir, ihr kennt es vielleicht vom Fass ja noch, unser Auswahl, unser prozedural, prozentuales Auswahltool, sage ich jetzt einfach mal. Proportional, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das macht er hier an und aus. Kurztaste ist O. Und dann habt ihr daneben hier eure Formen, in denen ihr auswählt. Ich persönlich arbeite gerne mit S4, weil ich ja so ein bisschen kugeliges Design haben möchte. Dann gucke ich, dass ich das in einem relativ flachen Winkel erwische. Wir können natürlich auch das Ganze hier losgelöst betrachten. Ich will es aber gerne im Verhältnis zu unserem Kistendeckel haben. Und dann einfach G wie Grab auf der Z-Achse gesperrt. Und wenn wir jetzt aber hier dran rumrütteln, dann sehen wir, ne, irgendwie bewegt da alles, was an der Tatsache liegt, dass es unser Einflusskreis viel zu groß ist. Wir sehen jetzt oben Proportional Size in Klammern 4. Wenn man mit dem Mausrad nach oben scrollen, wird kleiner. Und dann sehen wir auch, dass der Einflusskreis hier kleiner wird. Muss man halt gucken, haha, bis hierhin will ich das. Okay, das ist jetzt so ziemlich genau der Punkt, an den ich will. Also ich will unseren äußeren Lichtkreis, will ich nicht mit beeinflussen. Das hier will ich rausziehen. Dann sehen wir die zweite Koordinate, die verfährt. Das ist halt die Koordinate auf der Z-Achse oben links, auf der wir uns bewegen. Und dann sehen wir, ja, wir sind jetzt im Bereich von knappen 5 mm. Also unter 5 mm will ich auf jeden Fall bleiben, so nah wie möglich dran. So. Noch einen Schritt zurück und mehr ist es so gesehen nicht. Jetzt haben wir hier wirklich so einen wunderschönen Dome, so eine Sphäre, wie man das auch nennen will, so einen Kreiskugelausschnitt. Und das können wir jetzt hier drinnen zum Beispiel nochmal machen, indem wir sagen, ich will das auch nochmal ein bisschen bewegen, aber hier will ich jetzt zum Beispiel reingehen. Ja, gehen wir wieder in unseren proportionalen Auswahlmodus, rein und raus, ein bisschen gezoomt. Ah, das war zu viel, jetzt sehen wir, die Kante bewegt es mit. Die Kante wollen wir aber nicht mitbewegen. Wir sehen auch, wir haben die Z-Achse noch nicht gesperrt, jetzt die Z-Achse gesperrt. Und jetzt funktioniert das ganz schön. Wir bewegen uns jetzt hier so knapp 2 mm rein. Also das ist jetzt, wie gesagt, die Millimeter, die wir hier verfahren. Das ist furzegal.
Das ist nur für mich jetzt so ein bisschen zur Orientierung gewesen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, und dann haben wir so gesehen die Gesamtform unseres Schlosses. Ich sage jetzt einfach mal, das ist unser Schloss. So, in der Referenz war es ja so, dass ich die beiden Teile hier so gesehen benutzt und halt, das waren die falschen, benutzt habe. Aber wenn wir das jetzt links und rechts auseinanderfahren, war es ja so, dass das nicht funktioniert, weil das dann einrastet, ausrastet, wie auch immer. Hier besteht jetzt unsere Aufgabe, etwas zu bauen, etwas zu entwickeln, was am Ende funktioniert. Wie wir das jetzt im Detail machen, das ist uns freigestellt. Wir können jetzt zum Beispiel auch ein Yin- und Yang-Symbol bauen oder jedes andere, ich sage jetzt mal, jede kreisförmige Geometrie, die am Ende funktioniert. Ich habe mir jetzt relativ spontan was einfallen lassen, um unser Schloss trotzdem so ein bisschen interessant aussehen zu lassen. Wir gehen jetzt hier nicht her und schneiden das hier aus, sondern wir schneiden an der Stelle hier unseren Kreis aus. Zu diesem Zweck, wir benennen das jetzt hier auch einfach mal, Chest Lock, machen wir auch als erstes die linke Seite und dann mache ich 1, dann nehme ich das Ganze, habe das jetzt mit Shift D, dann rechte Maustaste, um jede Bewegung auf dem zu canceln, kopiert und jetzt sehen wir, jetzt habe ich hier ein neues Modell, das nenne ich Shift Lock R. Warum er mir das allerdings in die Dummies reinpackt, ja, das ist eine interessante Frage. Ich packe das in die Collection hier zurück, wo sie hingehören. Weil, wie gesagt, bei den Dummies hat das irgendwie nichts zu suchen. So, jetzt habe ich hier links und rechts. Natürlich sehen wir keinen Unterschied dadurch, dass die Dinger natürlich 1:1 aufeinander liegen und wir hier nichts erkennen können. Gehen jetzt in den Objektmodus rein und wir nehmen uns jetzt alles das, was wir nicht mehr haben wollen. Hier ist es, sage ich mal, so ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich mache das jetzt im Face Select. Ihr könnt es euch natürlich auch super einfach machen, indem ihr mit Numpad und dem Bruchstrich das Ganze als gesondert darstellt. Ihr könnt hier auch mit dem Auswahlrahmen arbeiten. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache. Das muss jetzt, jetzt habe ich V gedrückt. V sollte man an der Stelle nicht drücken, weil mit V löst er uns unsere Auswahl los. Also sprich, er vereinzelt sie. Das wollen wir so nicht. Ich gehe jetzt hier weiter mit dem Kreistool ran. Ihr werdet dann auch gleich, es ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, ihr werdet dann auch gleich sehen, in welche Richtung meine Idee denn für das Schloss hier geht. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt hier, wie auch immer, könnt ihr frei arbeiten. Ihr könnt sagen, nein, so will ich das nicht, ich will das anders haben. Oder mich stört das überhaupt nicht, wie das in deiner Referenz ist, weil ich das sowieso anders animieren will. Ich will das nicht links und rechts auseinanderfahren lassen, das Schloss, sondern erstmal hoch und runter auseinanderfahren lassen und dann links und rechts verfahren. Funktioniert ja auch. Also da seid ihr frei. Ich sage mal, ihr müsst, aber eigentlich müsst ihr auch das nicht. Wichtig ist, ihr müsst in Anführungszeichen das, was ihr baut, einfach nur verkaufen können. Einfach nur erklären können. Was anderes ist es nicht. So, jetzt bekommt ihr eine Idee davon, wie mein Schloss so an sich arbeitet. Wir nehmen das Kantenselect-Modus, das Kantenselect-Menü einfach mit Alt hier entlang, schneidet er mir das wunderprächtig und schön. Dann extrudiere ich mir das auf der Z-Achse gesperrt. Hier geht es jetzt wirklich einfach nur ums Extrudieren. Hier ist das jetzt furzegal, ob das schon passt oder ob das nicht passt. Nehme hier die Punkte, lösche die, weil die brauche ich so gesehen nicht. Ich habe gesagt, ich lösche die. Dankeschön. Und dann ordne ich mir das jetzt hier einfach auf einer Höhe an, wie ich das brauche. Sinnvoll ist es an der Stelle natürlich, die proportionale Auswahl auszumachen, also O gedrückt. Und dann funktioniert das auch, wie man das möchte, wenn man dann auch noch im richtigen Zug arbeitet, also das richtige Snapping anhat, dann funktioniert das noch viel besser. So, und ihr seht, das ist jetzt so ein bisschen Fleißarbeit, aber das geht
ist relativ schnell, wenn man da so einen gewissen Workflow entwickelt hat. Hier zum Beispiel kann man einfach zack, zack, zack das schön nacheinander auswählen. Mit gedrückter Steuerungstaste gehen wir hier einfach hinter, dann Z und nach unten ausgewählt. Dann haben wir hier wieder die drei einzelnen Punkte. Was ist denn los hier? Ja, das kommt davon, hektisch arbeiten, hat man in der Regel halt auch mehr Arbeit, als es notwendig ist. Nehmen wir uns wieder die zwei Punkte hier, den Punkt hier, dann alles aktivieren und Merge by Distance. Haben wir hier die zwei überflüssigen Punkte rausgeschmissen, die wir nicht brauchen, nicht wollen. Und so gesehen ist das Schloss hier erstmal fertig. Ich habe aber noch was im Hinterkopf, was ich mit dem Schloss machen will. Also, das war zu schnell. Nochmal abgebrochen und dann mit Steuerung Z zurück. Zweimal unterteilen. Das ist eine Idee, die ich habe. Gut. Und dann hier ran. Und auch hier sehen wir jetzt natürlich das, was ich schon x-mal erklärt habe. Er unterteilt uns das jetzt hier aufgrund der Länge. Also, das nochmal nach unten korrigieren. Ist aber alles überhaupt gar kein Problem. Geht alles relativ schnell. Ist für eure Schlossidee vielleicht auch gar nicht vonnöten. Das ist jetzt halt wirklich so an das, was ich mit dem Schloss vorhabe, gebunden. Da müsst ihr jetzt auch nicht zwangsweise mitmachen. Ja, hier hat es jetzt mit Steuerung nicht funktioniert. Hier funktioniert das mit der Steuerung leider nicht mehr, weil er natürlich den kürzesten Weg versucht, über den Kreis zu gehen, ist aber jetzt auch nicht tragisch. So, und warum habe ich das jetzt hier gemacht? Ganz einfach aus folgendem Grund. Ich will jetzt hier, ähnlich wie wir es bei unserem Deckel gemacht haben, nochmal so Zapfen dran bauen. Was anderes ist es nicht. Einfach nur die Möglichkeit, dass das Schloss hier so gesehen halt, ja, einfach verriegelt. Was anderes ist es nicht. Machen wir wieder I für Insert Face oder auch nicht. So, jetzt ist mir das allerdings ein bisschen zu rechteckig. So will ich das gar nicht haben. Also, wir gehen hier auf den individuellen. Das sollten wir ja eigentlich sein. Sind wir auch sehr schön. Sperren das auf der Y-Achse und ziehen das jetzt hier so ein bisschen zusammen, bis das so ansatzweise quadratisch aussieht. Und das funktioniert wunderprächtigst. Einfach schön. So schön. So schön. Und extrudieren wir das jetzt hier. Außen extrudiert. Das muss jetzt nicht viel sein. Das geht jetzt wirklich einfach nur darum, dass wir hier so ein bisschen eine Idee davon bekommen. Da gehen wir dann gleich sowieso nochmal mit dem Bevel-Tool dran. Jetzt einfach nur mal gucken, wie weit haben wir das nach außen extrudiert. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, knappe 5 mm. Also machen wir die Taschen hier entsprechend auch knappe 5 mm rein. So. Im Solid-Modus mal angeguckt. Und hier können wir jetzt einfach so rumgehen. Wie gesagt, hier haben wir das Bevel-Tool. Das ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit, weil hier das Auswählen, das funktioniert in der Regel nicht irgendwie mit Alt-Taste sauber. Da hat man doch schneller mal was ausgewählt, als man es eigentlich haben möchte. Oder mehr ausgewählt, als man eigentlich haben möchte. So, jetzt hier Bevel. Wir wollen das ein bisschen rund machen, also machen wir noch eine Segmentierung rein. Gehen mit dem Bevel vielleicht noch ein bisschen hoch. Hallo? Hallo? So, nee. Oder klemp ich? Ach, ich klempe schon, das ist das Problem. Ja, der macht es jetzt hier nicht weiter, weil der hier das Clamping hat. Wenn wir jetzt runtergehen, sehen wir, macht das weniger. Vorführeffekt. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Jetzt, ja.
Ja, aber das mit dem Clamping, das passt schon. So ungefähr will ich das auch haben. So, mal mich jetzt hier sauber die Taschen. Dann gehen wir hier nochmal hin. Ja, kann man noch ein bisschen mit reingucken machen oder halt gehen in den Wireframe-Modus, aber ich denke mal, das passt. So kann man relativ einfach die Geometrie ein bisschen aufhübschen. So, dann gucken wir mal. Das sieht erstmal richtig aus. Wir nehmen das Ganze in die Szene zurück und wir sehen, das funktioniert soweit. Jetzt habe ich allerdings sehr, sehr viel Geometrie hier zugefügt und bin ja von Natur aus etwas faul. Also, was mache ich? Ich nehme das Ding hier und lösche es, kopiere mir das hier einfach nochmal, benenne das dann jetzt auch wieder um als unsere rechte Seite, Enter gedrückt, fertig. Und was machen wir jetzt hier als Änderung in unserer Kopie? Wir schmeißen ganz einfach nur unseren Leuchtkreis raus, da der ja sonst überlagern würde. Also Face Select, bisschen rangescrollt, bisschen einfach gemacht. Damit haben wir jetzt hier unseren Leuchtkreis ausgewählt. Bisschen sauberer müssen wir noch arbeiten. Wir sehen ja, das ist ja da. Das wollen wir ja so gesehen halt in der anderen Version jetzt nicht haben. Hier ein bisschen vorsichtig ran. Wir sehen natürlich, wir können hier auch drüber malen. Der frisst das erst, wenn wir so gesehen über den Mittelpunkt der Fläche gehen. Aber wie gesagt, das spricht ja jetzt nichts dagegen, wenn man hier ein bisschen sauberer arbeitet. Hier, wie gesagt, auch mal kontrollieren. Sehen wir, hier haben wir nämlich die Flächen hier draußen nicht mitgefressen. So, jetzt aber Faces gelöscht. Gehen wieder in den Einzelmodus rein. Gucken uns das an. Und Kante hier abgewählt, also mit Alt gedrückt, die Kante ausgesucht, abgewählt. Und jetzt extrudieren wir das. Hier haben wir oben unser Vertex Snapping an, extrudieren das tatsächlich jetzt hier immer bloß bis an die Vertices. Und so geht das Ganze. Wir schmeißen die doppelten Vertices raus. Immerhin sind es ganze 22 Stück gewesen. Und jetzt machen wir uns Gedanken darüber, wie kriegen wir das jetzt hier unten schön zu. Kann man einfach hingehen, den ganzen Samen auswählen und dann gibt ist jetzt, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Irgendwie will er es nicht machen. Bei Edge. Grid-Fill, genau. Können wir uns das mit dem Grid-Fill sauber machen lassen, zumachen lassen, aber wirklich sauber sieht das nicht aus. Also es ist eigentlich eine Katastrophe, was er hier macht. Eine mittelschwere Katastrophe. Hätte man von vornherein, sage ich mal, machen können, indem man das einfach zuzieht und dann mit zuschneidet, habe ich jetzt offen gestanden geschlafen. Aber auch das so gesehen ist jetzt hier kein Weltuntergang, kein Beinbruch. Ich aktiviere mir jetzt hier einfach eine Kante, über die ich arbeiten will, extrudiere, skaliere. Nee, das Skalieren funktioniert nicht. Wir müssen an der Stelle hier zukunftssicher aus dem Schnitt. Wir setzen jetzt die Schere an, sparen uns ein paar Minuten. All dieweil das Problem ist, hat er doch das ganze Ding versetzt. Hier geht doch was überhaupt nicht klar. Hoffentlich kriege ich das jetzt für euch noch irgendwie sinnvoll zusammengesetzt. Tatsächlich sind wir hier wieder bei Pleiten, Pech und Pannen. Kurze Aufklärung. Dadurch, dass ich jetzt hier einen Haufen Geometrie hinzugefügt habe, ist es ja so, ich bin faul, also möchte ich das Schloss gerne nochmal verwenden. Bevor wir das Schloss jetzt aber nochmal verwenden, gucken wir, dass wir jetzt hier so sauber arbeiten, dass wir das Schloss auch wirklich sauber verwenden können. Also wir bauen jetzt hier erstmal einen Boden ein. Dabei ist mir nämlich gerade ein Fehler passiert beim Boden einbauen, beziehungsweise ist mir ein Fehler aufgefallen beim Boden einbauen, der mit dem Boden an sich so nichts zu tun hatte. Ich habe nämlich hier meine gesamte Geometrie unwissentlich komplett einmal verrückt. Das wollen wir so natürlich nicht haben.
Deswegen ich jetzt hier so ein bisschen Korrekturarbeit leisten musste und das alles nochmal machen. Ich habe hier unseren Cursor, den muss ich jetzt auch nochmal neu einrichten, sehe ich gerade. Ich habe hier unseren Cursor an die Auswahl gebunden, weil wir jetzt, wie gesagt, hier beim Boden einbauen. Cursor to selected. Haben wir das Problem, wenn wir das jetzt hier alles nehmen und ein sogenanntes Grid-Fill machen wollen, können wir uns mal angucken, was passiert. Das war offensichtlich nicht das, was ich gemacht haben wollte. Ich habe nicht ein Grid-Fill, sondern ein Grid eingefügt. Ja, und dieses Grid-Fill, da kommen die abenteuerlichsten Ergebnisse zustande, wie wir hier gerade sehen. Damit können wir leider so gesehen gar nichts anfangen. Also lassen wir das mit dem Grid-Fill sein. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, unseren Cursor in die Mitte gepackt. Und das nutzen wir jetzt aus zu dem Cursor. Wir machen quasi den Boden so, wie wir den Deckel gemacht haben. Nur halt eben in einer händischen Form. Markiere mir das jetzt hier, rotiere mir das auf der Z-Achse gesperrt um 180 Grad. Damit haben wir zumindest hier den inneren Kreis. Dann alles ausgewählt, Merge by Distance. Haben jetzt hier überflüssige Geometrie rausgeschmissen. Eigentlich hatte ich gedacht, es wären bloß 2 Punkte, aber es waren offensichtlich 16 Punkte mehr. Und dann haben wir nämlich jetzt die Möglichkeit, dachte ich zumindest, dass wir uns jetzt hier den Kreis auswählen dürfen können, wollen, tun. Gehen auch mal hier in die gesonderte Auswahl, damit ihr ein bisschen besser erkennt, was ich hier mache. Und hier ist es jetzt so gesehen egal. Hier brauchen wir jetzt nicht irgendwie den Monk-Preis der Übergenauigkeit gewinnen. Hier gehen wir jetzt einfach extrudieren, Add Center, also Merge Add Center und dann haben wir das. Den äußeren Teil jetzt hier zusammenzusetzen, das ist ein bisschen aufwendiger, aber auch nicht schwierig. Das ist jetzt tatsächlich, sage ich mal, Strafarbeit dafür, dass ich mein Hirn nicht benutzt habe, dass ich nicht von vornherein unten zugemacht habe und das dann alles beim Teilen quasi mit unterteilt habe. Aber das ist jetzt auch kein großes Hexenwerk. Also wir extrudieren. Wir sehen hier, die Auswahl befindet sich als Relation zum 3D-Cursor. Extrudieren, skalieren, fahren hier einfach ran. Extrudieren, skalieren, fahren einfach ran. So, dass die Vertices einigermaßen überlagernd sind. Extrudieren, ranfahren, extrudieren, ranfahren. Natürlich ist das jetzt hier aus dem Abstand halt, hier haben wir jetzt uns quasi zu viel Arbeit gemacht. Gucken uns das jetzt hier an, ne? So richtig schön ist das nicht. Kann man noch ein bisschen nachkorrigieren. Oder aber, wenn ihr sagt, naja, ich lege da jetzt keinen Wert drauf, ich bin jetzt nicht zwangskrank, ich muss jetzt hier nicht so die Ultraordnung haben, weil irgendwann sieht man es ja sowieso nicht, dann könnt ihr ganz einfach, zeige ich euch auch gleich, bei eurem Merge by Distance. So, wenn wir jetzt das alles auswählen, Merge by Distance drücken, sagt alles auswählen, Merge by Distance drücken und jetzt sehen, er hat 14 Vertices rausgeschmissen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 auf einer Seite, das sind also 16 auf beiden Seiten und 14 hat er nur rausgeschmissen, also hat er hier irgendwo einen nicht rausgeschmissen. Kann man ja mal ganz kurz hier lang klicken, wo denn da eine Diskrepanz entstanden sein könnte. Nee, Quatsch, ich habe mich verzählt, ist richtig, ich habe den hier außen mitgezählt, also 7 hat 14 rausgeschmissen. Wenn ihr mal irgendwann das Problem habt, dass die Zahl nicht aufgeht, dann nehmt ihr einfach hier die Merge Distance, nehmt die ein bisschen hoch und dann schmeißt ihr euch das schon sauber raus. So, wir gucken das jetzt nochmal. Aha, hier hat sich ein Fehler eingeschlichen. Wo der herkommt, ich habe keine Ahnung. Y festgehalten, fertig. Derselbe Fehler sollte hier drüben ebenfalls drin sein. Ist er nicht. Also wahrscheinlich beim Selektieren das Problem. So, und jetzt, wie gesagt, hier hätten wir uns viel Arbeit gemacht. Wie sparen uns die Arbeit? Wir wählen das Face aus und lassen den hier einmal rumlaufen, so wie wir es bei der Kiste schon gemacht haben. Auch hier wieder ein bisschen gucken, ne? Wenn ihr jetzt einmal zu viel drückt, hier passiert jetzt glücklicherweise nichts, hier ist es abgeschlossen. Und damit haben wir so gesehen den Boden in unserem Schloss auch fertig. Wie gesagt, ich bin ja faul, also komplexe Geometrie kopieren wir einfach und dann brechen wir die Transition ab.
so dass es wirklich auf die gleiche Stelle kopiert. Wir benennen uns das um. Wir rotieren uns das auch gleich um 180 Grad und sehen, das funktioniert wunderprächtig. Das Einzige, was jetzt bei uns überflüssig ist, ist unser Lichtkreis, unser Mittelpunkt. Da gehen wir jetzt hierher, machen Face Select. Machen uns hier einen großen Auswahlkreis. Noch ein Stück größer. Hat super geklappt, haben wir gleich mit einem Mal alles erwischt, was wir erwischen wollten. Und dann löschen aber nur die Faces, gehen das ganze Ding hier mal ein bisschen gesondert ab. Okay. Ja, jetzt ist es halt wieder Fleißaufgabe, das hier schließen. Wir können natürlich auch nochmal gucken. Probieren wir es nochmal mit Grid Fill. Und tatsächlich hier arbeitet das Grid Fill so, wie es soll. Also haben wir uns unglaublich viel Arbeit gespart und sind mit unserem Schloss vom Deckel auch fertig so gesehen. Wir können uns das Ganze jetzt mal hier in Gänze angucken. Wir gehen in den Objektmodus, wählen alles ab in den Solid-Modus. Und das sieht doch, würde ich sagen, schon mal ganz toll aus. Wir können ja auch mal gucken, wie es wirkt. Wir nehmen das hier auf der X-Achse, verschieben das, nehmen das hier auf der X-Achse, verschieben das. Und tatsächlich, das funktioniert schon. Steuerung Z zurück. Und damit ist das jetzt alles im Ursprung gelandet. Eine tolle Sache, wie ich finde. Und damit sind wir mit dem reinen Bauen der Kiste fertig. Wie gesagt, auch hier könnt ihr euch austoben. Hier könnt ihr auch noch hergehen und sagen, was weiß ich, ich will jetzt hier ein Bedienfeld noch anbringen. Mir reicht die Gesichtserkennung nicht. Ich brauche jetzt hier ein Bedienfeld. Ich muss da irgendwie einen 12-stelligen Code eingeben können. Könnt ihr alles machen, wie ihr wollt. Aber ich sage, die Kiste für unser Tutorial ist jetzt hier erst einmal so fertig. Eine kleine Aufgabe hätte ich vielleicht noch für euch. Kleine Fleißsache, sage ich jetzt mal. Die ist aber nicht zwingend nötig. Die ist einfach nur, damit, sage ich mal, das Auge ein bisschen was hat, um tatsächlich Deckel und Kistenkörper zu unterscheiden. Ich habe ja erst gesagt, vielleicht wollen wir das gar nicht, vielleicht wollt ihr das auch gar nicht, also müsst ihr das auch nicht machen. Aber ich bin der Meinung, so eine kleine Nahtstelle oder so eine kleine Kante, wo man aufeinander trifft, kann nicht schaden. Also wähle ich mir hier die obere Kante nochmal an. Pass auf, dass ich jetzt hier nicht rangehe, wobei können wir auch machen. Ich zeige es euch. Jetzt kein Problem. Wirkt vielleicht dann sogar noch ein bisschen glaubwürdiger. Wir machen jetzt, wie gesagt, hier eine ganz, ganz minimale kleine Phase dran. Also Steuerung B. Bevel. Ziehen das hier vorsichtig auf. Hier reicht auch wieder eine einfache Unterteilung. Und hier sage ich 0,5 mm sind für mich vollkommen ausreichend. Und ihr seht, 0,5 mm ist schon relativ viel. Und damit bestätige ich das. Richtig. Das mache ich jetzt beim Deckel nochmal. Nehmen wir auch hier, lassen wir es wieder im Einzelnen darstellen, nehmen wir auch hier die Phase, wir können natürlich auch einfach hier Alt drücken, dann geht er bis zu unserem Absatz hier ran. Hier müssen wir dann wieder händisch arbeiten oder halt auch Alt drücken. Ich sage, irgendwann wird man ja faul, ne? Irgendwann nutzt sich das ja ab. So, dann haben wir jetzt auch hier unsere Kante, Bevel Tool. Deswegen sage ich wieder der Punkt, merkt euch, was ihr eingebt. 0,5 mm, also so gesehen eigentlich ein Mäusefurz. So, das Ganze hier und dann machen wir das Ganze hier drüben nochmal. Warte mal, habe ich das jetzt richtig gemacht? Oder habe ich jetzt hier so getan, als hätte ich noch einen Modifier drauf? Hallo? Haha, genau. Also hier an der Stelle könnt ihr mich schimpfen. Habe ich schlampig gearbeitet? Warum habe ich schlampig gearbeitet? Weil ich nicht aufgepasst habe. Ich habe tatsächlich noch gearbeitet, als hätte ich noch den Modifier drauf. Habe ich aber nicht. Also, wir müssen natürlich jetzt hier unseren gesamten Deckel auswählen. Das ist ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Kopfsport, sich sowas dann auch zu merken. Ihr seht, es ist jetzt kein Krawall irgendwie. Wir müssen deswegen ja nur ein paar Schritte zurückgehen. Gucken uns das Ganze an. Kann helfen, wenn man das im Wireframe sich anguckt. Dann sehen wir nämlich, aha, hier hat das nicht gewirkt. Hier haben wir einen vergessen.
gucken wir uns das Ganze weiter an. Jetzt sollten wir eine ringsrum laufende gelbe Linie haben und die funktioniert soweit auch. Und wie gesagt, jetzt hier das Bevel 0,5 mm. Das wäre dann sowas, das wäre dann richtig ärgerlich, wenn ihr halt an der Stelle dann wirklich schon x Schritte weitergegangen wärt. Da würdet ihr euch wahrscheinlich jetzt versuchen, in den Hintern zu beißen. Und ich sage, das klappt nicht, außer ihr seid irgendwie ein total freakiger Schlangenmensch. Was jetzt nicht irgendwie Schlangenmensch-Diskriminierung sein sollte. Ich finde Schlangenmenschen krass. Ich könnte es halt nur echt nicht. Ich würde mich wahrscheinlich auf 5 Wochen nicht bewegen können. Ja, gehen wir hier einmal rum. Mal sehen, hier funktioniert das mit der Alt-Taste doch prächtiger, als ich es dachte. Bevel-Tool angewendet. 0,5, halt nicht 0 minus 5, sondern 0,5 mm. So. Gehen raus aus der Auswahl, gehen raus, lassen uns das in Solid darstellen. Und wenn wir das jetzt so sehen, jetzt sehen wir hier so eine einen ganz leichten Absatz zwischen Kiste und Deckel. Ist keine Pflicht, ist wie gesagt, wenn ihr das haben wollt, wollte ich es euch nochmal gezeigt haben, wie man hier so ein bisschen das Ganze separiert. Das könnt ihr zum Beispiel jetzt hier auch beim Deckel nochmal machen. Wenn er sagt, naja, ich will aber schon, dass die Deckel halt so ein bisschen optisch voneinander getrennt sind, dann geht er jetzt hier einfach die Kante lang. Ich lasse das mit dem Kreis einfach mal sein. Die Kante lang. Steuerung B. Will er nicht. Warum will er nicht? Interessante Frage. Warum willst du nicht? Nee. Er will, er weiß bloß nicht, dass er will. Das Problem hier wird wahrscheinlich jetzt das Clamping sein. Genau, das Problem hier ist jetzt das Clamping. Ich kann euch auch zeigen, warum. Weil wir ja hier schon das Bevel rumlaufen haben. Und das sorgt jetzt für ein unsauberes Ergebnis. Also hier war es jetzt tatsächlich so, wir gehen jetzt die ganze Tippel-Tappel-Tour wieder zurück. Deswegen Bevel ist halt wirklich mit Vorsicht zu genießen. Bevel fällt halt definitiv in die Kategorie des destruktiven Arbeitens, weil Bevel ist was Endgültiges. Bevel könnt ihr so nicht rückgängig machen, außer ihr baut es halt jetzt aktiv zurück. Oder halt, wie gesagt, ihr geht halt zurück in den Schritten, aber dann zerstört ihr euren Arbeitsfortschritt, den ihr bis dahin hattet. Ihr seht es, ne? Also selbst mir passiert das, dass man dann, ich habe im Nachhinein noch eine tolle Idee. War vielleicht auch nicht so toll die Idee. So, wir probieren es nochmal. Bevel. Will er das nicht? Warum frisst er das jetzt? Jetzt. Okay. Also man muss offensichtlich nur hartnäckig genug sein, uns in die richtige Richtung versuchen. Wo jetzt das Problem ist, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich habe ich wirklich die Maus einfach nur nicht weit genug bewegt. So. Weil am Clamping lag es tatsächlich jetzt nicht. Aber wir sehen jetzt, das ist hier die Kante, die unten bei uns erst Probleme gemacht hat. Mit dieser Kante funktioniert das jetzt wunderprächtig. Nochmal hier rüber. Machen das jetzt hier drüben auch nochmal. Mal gucken, ob er jetzt sich hier genauso blöd rumzickt. Oder ob er vielleicht doch einfach mal mitmacht. Nicht ständig die Arbeit verweigert, diese kleine Prinzessin hier. So, wir haben die Kanten jetzt hier unten alle sauber ausgewählt. Wir gehen jetzt hier hoch. So, das... Steuerung, Quatsch, Shift Z, Quatsch, Z und 4. Sieht gut aus. Steuerung B. Ja, hier muss man sich einfach nur weit genug bewegen und dann funktioniert das auch. Punkt 5 mm. Und wir gehen Z und 6, legen das Ganze.
wieder in unserer Szene ab. Und jetzt sehen wir, jetzt hat das ganz tatsächlich so ein bisschen Struktur. Wir können sagen, aha, das hier ist der Kistengrundkörper, das hier sind die beiden Deckelteile. Ist, wie gesagt, keine Pflicht, wenn ihr so ein monolithisches Auftreten haben wollt, dass das irgendwie wirklich ohne jede Nahtstelle ist, geht vollkommen in Ordnung. Ihr seid zu nichts verpflichtet. Ich wollte es halt, wie gesagt, einfach nur als Bearbeitungsschritt gezeigt haben. Und wie das halt immer so ist, wenn man Sachen außerhalb des Skripts macht, dann kommt halt auch ein bisschen Chaos zustande. Habt ihr ja gerade eindrucksvoll wieder mal gesehen. Wenn ihr bis hierhin jetzt irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Als nächstes werden wir uns mit dem Material auseinandersetzen. Ihr könnt natürlich auch mit der Animation als nächstes anfangen, wenn ihr das wollt, wenn ihr da schon mal ein bisschen rumspielen wollt. Ich nehme aber das Material aus folgendem einfachen Grund, weil ich euch auch ein bisschen zeigen will, wie man im Material animiert. Also wie wir Materialeigenschaften in Abhängigkeit von der Zeit anpassen. Ist, denke ich mal, ganz interessant, wird auch für euch, sage ich mal, optisch hoffentlich einen ansprechenden Eindruck hinterlassen. Deswegen kümmern wir uns in der nächsten Folge erstmal um das Material unserer Kiste. Keine Sorge, das wird nicht übermäßig schwer. Wir werden nicht allzu tief in die Notgeschichte reingehen. Ich würde euch bloß mal so ein bisschen so Grundzüge zeigen, was kann man machen, wo, in welche Richtung geht's und wo sind vielleicht halt auch Grenzen, weil halt auch das prozedurale Material, sag ich mal, immer noch irgendwo eine Grenze hat, die man in der Regel aber mit ganz kleinen Tricks und mit ein bisschen Hintergrundwissen relativ einfach umgehen kann. Das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben unser Schloss jetzt sinnvoll zusammengesetzt. Wir haben unseren Deckel nochmal überarbeitet, sodass die ganze Kiste jetzt hier nicht mehr als monolithischer Block wirkt, sondern so ein bisschen natürlicher aussieht, auch wenn es natürlich eine Sci-Fi-Kiste ist. Und ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit eurem Ergebnis. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich hoffe, ihr kommt klar. Wenn es Spaß gemacht hat, wenn es euch geholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo genauso. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns um das Material der Kiste im Detail kümmern. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.